Chamberlains Pläne stehlen müssen wir in dieser Mission. Und wir haben in der letzten... Folge schon ein wenig geloost oder verkackt hier in dieser Mission, weil auch ein bisschen schwierig. Weil es doch ein bisschen schwierig war, hier ungesehen dran zu kommen an den Plänen. Da müssen wir mal schauen, wo der eine hier war, der hier rumlief. Der uns gerade schon gesehen hat. Der eine ist da unten. Uah. Stimmt, da unten laufen die. Die stören uns nicht. Der einzige, der mich jetzt stört, ist er hier. Der Typ. Frage ist, wie kommen wir an den dran? Ja, wahrscheinlich von da hinten. Vielleicht aber auch von hier. So, mal gucken. Ja, vermute ich mal. Nee, diese Waffe werde ich bestimmt nicht aufheben. Die hat keinen Schalldämpfer. Können wir da wieder rüberspringen, oder? Ja, natürlich. Hallo. Hallo. Okay, sie haben auf jeden Fall die Leiche schon mal gefunden, sind in Aufruhr. Guck, was für die Pläne. Wo sind denn die Pläne? Ach, die sind hier unten drin wahrscheinlich. Na toll, wir müssen auch noch an den Idioten vorbei. Ungesehen. Ah, da unten. Wow, 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 wow. Hallo, ich drück doch Konter. Hallo, ich drücke Konter. Warum? Ich drück doch Konter. Das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch... Ich drücke doch Konter. Ich drücke Kreis und es macht nichts. Ja, ja, bla, 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 Sülz, Sülz, bla, bla. Hier, nimm die... Nimm. Hallo. Ey, was ist das denn? Da steht Kreis und ich drücke Kreis und es funktioniert nicht. Das ist doch ein Witz, ist das doch. Das habe ich so schön vorgearbeitet und jetzt fange ich wieder da an. Oh, das ist doch voll ärgerlich. Ja, ja, bla, bla, Sülz, Sülz. Oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anlandungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon. Tschüss. Für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forts, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und... Ja, toll, die Glocke wurde wieder geläutert. Derjenigen Piraten... Mann! Ah, das riecht mich jetzt auf. Das ist jetzt echt dämlich. Das ist die dämlichste Mission, die ich bisher hatte. Das gibt's gar nicht. Vor allem, dass es mit dem Kreisdrücken gerade nicht funktioniert. Das ist, oh, das ist so asozial. Dass einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland... Ja, ist doch okay. Warum sollte es auch funktionieren? Anpflanzungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurde. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an,
sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forten und anderer Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, wow, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Ein bisschen mutiger, wenn ich jetzt irgendwie... Gucken wir mal, dass sie uns nicht sehen. Das sind die beiden, glaube ich, hier. Ja. Ne, doch nicht. Das sind andere. Zack, weg ist er. Hallo, kletter da rein! Kletter! Hallo, Konter! Ich konter! Oh, ich mach die Glocke kaputt, das ist mir zu dämlich jetzt hier. Hallo, sabotieren! Sabotier doch die Glocke! Oh, komm! Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen, das ist total dämlich, ist das. Ich sammle jetzt einfach die Dinger da ein und fertig. Er beute das doch! Hallo! Ach, gibt's doch nicht. Hallo, er beute. Ach, fuck you. Ey, das ist doch eine Drecksmission, ist das doch. Das ist so eine verfickte Drecksmission. Ehrlich, was für ein Faschistenverein. Meine Fresse. Mann, riecht mich das jetzt auf. Falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anstalten in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, ja, ja, bla, 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 oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und anderer Orte in unseren Plantagengebieten, und all unsere zivilen und militärischen Offiziere derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Ich hoffe mal, dass es jetzt mal klappt hier bei uns. Mann, jetzt kommt das! Das gibt es doch nicht! Drück doch die ganze Zeit Konter! Ja, super, jetzt wird die Glocke gleich geläutet und alles ist gut. Etwas schon geschossen. Mann, ey, das ist doch so nervig. Sowas von nervig, das gibt's gar nicht. So, jetzt muss ich aber ganz schnell wieder hier weg. Hallo, spring da rüber. Oh nein! Was macht der denn? Aber manchmal hätte ich doch schon gerne eine Sprungtaste bei Assassin's Creed. Weil es doch manchmal echt nervig ist. Komm hier rüber, du Pfeife. Holzer, da hinten bin ich nicht, ich bin hier. Hier bin ich, hallo. Hier bin ich, ja genau. Komm hier runter. Was ein Fehler. Fehler!
Ein Fehler im Spiel. Naja, wieder ein Bug. Der könnte uns noch gefährlich werden. Er da oben auf jeden Fall. Müssen wir vielleicht auch mal ausschalten. Ein Attentat oder so. Damit uns da keiner sieht. Hinter uns ist auch irgendwo einer noch. Ah ne, der ist unten. Aber er da hinten... Oder er hier könnte uns auch gefährlich werden. Er sieht uns doch, oder? Mit Sicherheit sieht er uns. Oh, und er kann wieder nicht. Oh, und er kann wieder nicht abwehren, ey, gegen den Ochsen. Das gibt's doch nicht. Na, geht doch, Mann! Gott sei Dank hat's keiner mitbekommen. Meine Güte, hat das jetzt lange gedauert. Jetzt könnten wir eigentlich... Jetzt kann uns so großartig oben keiner mehr gefährlich werden. Mann Gott, Chamberlains Pläne stehlen. Das hat jetzt aber lange gedauert, bis wir jetzt endlich mal einen Punkt finden, wo wir den die klauen können, ohne dass uns einer sieht. Oh, und hat mich das jetzt aufgeregt, gerade. Ich hoffe, jetzt können wir es endlich stehlen, ohne gesehen zu werden. Aber den erbeute ich noch, das sei mir vergönnt. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nichts... Wow. Was, wer, wo, was, warum? Ach, da. Gott sei Dank. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Tja, bin ich immer gespannt, was für Pläne er hat. Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ja. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen, ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche Schnaps. Jawohl. Ich brauche Schnaps. Ja, brauche ich auch immer. Jawohl, Mission beendet. Mein Gott, war das eine bescheuerte und ekelhafte Mission. Ganz schnell weiter damit. Ganz, ganz schnell weiter damit. Ja, dann heißt es jetzt wahrscheinlich erstmal flüchten. Mein Gott, hat das jetzt lange gedauert. Erstmal raus hier aus diesem Gebiet. Ganz, ganz schnell weg. So, dass wir uns erstmal... Wow. Wow. Gott sei Dank. So. Dann werden wir hier mal rüberspringen. Das fallen lassen. Genau. Und, hallo, Edward? Edward, lass los! Mein Gott, ich hasse das bei SR. Also, es geht mir auf den Sack, dieses nicht selber springen können. Das hätten sie ruhig mal verbessern können. Naja, vielleicht im nächsten Assassin's Creed Teil werden es sehen. Und mit diesem wunderschönen Ausblick entlasse ich euch in dieser Folge. Also, macht's gut. Bis dann, tschüss.